Wieder. Ging schnell. Wir starten jetzt mal mit dem Einführungsrennen. Eigentlich weiß ich nicht, ob wir das jetzt... Einführungsrennen, okay. Ja! Guck mal, wir können auch in die Kurve driften. Ja, das ist ja mal ganz anderes Spiel. A gedrückt halt, um zu beschleunigen. Okay, so um die Kurve driften ist natürlich kacke. Okay, und auf dem dunklen bleiben. Nicht zu tief in den tiefen Sand. Also im Windschatten fahren immer. Und was mit dem Driften, das üben wir noch. Die Ereignisse überschlagen sich hier. Okay, ich weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht habe. Aber das werden wir dann sehen. Na komm, zieh dich hoch. Wir probieren das mal. Gucken, was das wird.
Okay, jetzt war ich gerade ganz schön still, weil das so krass ist hier einfach. Übelst am Fighten hier. Ist doch ganz schön, muss man sich schon konzentrieren. Na. Na, jetzt haben wir das hier verkackt oder was? Auf die letzte Sekunde. Was denn? Oh, das ist ja ärgerlich. Was war das denn? Ich habe einen runtergehauen. Turnier aufgeben, nächstes Rennen? Das ist ja nicht so cool. Ein Punkt. Meinst du, ob man das noch gewinnen kann? Wir machen mal weiter. Auf den letzten Meter. Ich glaube, ich konzentriere mich lieber aufs Fahren und weniger aufs Rammen. Und ab geht die Post. Das Glück hat ihn noch nicht verlassen. Gut, jetzt haben wir natürlich immer das Problem, dass wir ganz lange brauchen, um hier die Energie aufzuladen, die Geschwindigkeit, Ausdauer. Und die anderen, die hinter uns reiten, bei denen geht das echt fix. Und ich sehe das schon wieder kommen, dass wir in der letzten Runde dann wieder... Noch eine Runde! Dieses Rennen wird unvergessen bleiben! In der letzten Runde dann wieder nichts haben. Aber das machen wir, jetzt sparen wir uns mal ein bisschen die Energie. Okay. Und Gas. Zack. Taktisch. Taktisches Meisterwerk. 5 Punkte. Also doch gar nicht so schlecht gewesen jetzt gerade. Wir gehen nach oben. Mit 6 Pünktchen. Turniertabelle. Okay. Nächstes Rennen. Ein Rennen noch. Jetzt dürfen wir uns hier keinen Schnitzer erlauben. 3, 2, 1, komm, 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 komm. Ist hier eine Kette. Oh, das Stadion hier abreißen. Okay, jetzt geht's hier schon wild ab. Boah. Drängen wir uns hier durch. Und Vollgas hinterher. Der Sivaner beendet eine weitere Runde. Okay, jetzt hinter ihm hier nochmal aufladen. Wow, den haben wir weggewämst. So, hier, da holen wir uns die Energie, die Ausdauer. Und jetzt scharf um die Kurve. Und hinterher. Der gibt Gas.
Den müssen wir mal irgendwie. Der ist krass. Ist nicht gut. Okay, jetzt haben wir wieder volle Ausdauer. Müssen wir ein bisschen angreifen hier. Okay, da vorne der. Nachziehen. Und jetzt eng um die Kurve. Und. Oh! Dieser Sack. Oh! Abgezogen. Der war schlauer als wir. Ich hoffe, das war jetzt einer, der weniger Punkte hatte als wir. Ich denke, das sieht aber gut aus. Gratulation, jawohl! Großartig! Machen wir nochmal eine Runde, würde ich sagen. Das bringt Fez! Oh, mit geändertem Parcours. Und Spieler verkehrt. Komm, zieh. Los, ihr Pferdchen. Reitet. Okay, was ist das? Da will einer rechts vorbei, glaube ich. Nee. Der Sivan ist doch immer im Rennen. Oh nein. Oh. Das wird jetzt eng. Mal schauen, dass wir hier schnell rankommen. Und dann auch noch so eine Kackkurve genommen. Nicht so gut. Das müssen wir hier alles geben. Oh! Koji. Na los. Oh, wieder Vierter geworden. Furchtbar. Furchtbar. Oh, amateurhaft. Okay, wir gehen direkt ins nächste Rennen. Ich fass es nicht. Na los! So, jetzt holen wir uns bei ihm hier nochmal. Oh, warum bleiben wir denn dann stehen, wenn wir da rammen?
das wird doch schon wieder nix hier. Okay, zweiter. So, mal schauen, wie es aussieht im Gesamtergebnis. Turnierergebnis. Wir sind auf... Oh je, das wird eng. Wir sind auf Platz 3, brauchen jetzt alleine schon... Also wir brauchen jetzt einen Sieg und der Erste darf nicht unter die ersten drei kommen. An den nach vorne komme ich gar nicht ran. Er fährt die ganze Zeit mit Topspeed hier. Ja, der Sivana beendet eine weitere Runde. Ich weiß gar nicht, wo der das hernimmt, diese Geschwindigkeit. Jetzt. Oh nein, nicht wieder ein Gaul verloren jetzt. Oh. Letzte Runde. Okay. Gut, dieses Rennen können wir uns schieben, denke ich. Das wird hier gar nichts mehr. Letzter Platz. Vielleicht muss man doch mehr rammen. Einer fliegt, das ist schon mal gut. Wären wir schon mal nicht letzter. Aber das ist jetzt hier eigentlich vorbei. Das hat sich erledigt. Schade, Schokolade. Hm. Dann machen wir nochmal. Kann ja nicht sein. Wer hat denn jetzt hier gewonnen? Aber Ergebnis beendet. Okay, können wir jetzt direkt ins nächste Rennen? Können wir dann das... Nee, wir müssen das nochmal machen. Das denke ich auch. Okay. Das machen wir nochmal. So, jetzt aber. Da drüben möchte sich einer durchschleichen, glaube ich. Habe ich gerade gesehen.
Man sieht es immer nur an den Schatten von den Pferden, die dann so kurz auftauchen. Die letzte Runde. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen Ausdauer, um notfalls reagieren zu können. Die sparen uns ein bisschen. Nochmal volles Pfund um die Kurve. Zack. Oh, jetzt will einer hier. Der will's wissen. Und Gas. Gas, 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 Gas. Erledigt. Puh. Das Schöne ist, jetzt gehen wir wenigstens mal mit voller Punktzahl in die nächste Runde. Dann sind wir nicht immer so in Zugzwang. Darf uns auch dann mal ein Schnitzer passieren. So. Man nannte uns auch den Schuhmacher der Antike. Wieso? Wie machen die das denn so schnell? Oh, hier geht's jetzt schon zur Sache. Also nochmal Gas und dann ganz schnell um die Kurve. Und wieder drauf direkt. Jetzt erstmal wieder safen und wieder Geschwindigkeit. Und zack. So, jetzt nochmal was in den safen. Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Und wieder Gas. Full Speed. Und wieder drauf. Okay. So klappt das. Jetzt müssen wir den einfach nur so ein bisschen hinter uns halten. Und wieder drauf. Top Speed. Ich sag's ja, der Assetto Corsa Skill, der hilft uns hier. Und wieder drauf auf die Geschwindigkeit. Und beschleunigen. Zack. Okay, wenn wir es jetzt nicht absolut verkacken, dann kann uns jetzt, glaube ich, auch gar nichts mehr passieren in dem Rennen hier in dem nächsten. Ja, wir gehen jetzt mit 10 Runden Vorsprung, also mit 10 Runden, mit 10 Punkten rein. Und ich glaube, wir können gar nicht mehr verlieren. Weil der nächste hat 4. Also selbst wenn der jetzt 5 holt, ist er bei 9. Dann kann hier, glaube ich, gar nichts mehr schief gehen. Aber egal, wir geben uns alle Mühe. Und reißen das jetzt hier. Ja, der will aber. So, und um die Kurve. Und wieder drauf direkt. Und Speed. Speed, Speed, Speed. Oh, zu früh eingelenkt. Das war nicht so gut. Das war richtig schlecht. Okay. Der Sivane ist doch immer im Rennen. Warum bin ich denn jetzt runtergefallen? Schön. Das Glück hat ihn.
Also hier auch was wieder aufzuholen, ist schon echt hart. Also das ist gar nicht, wie die das machen. Weil die, ich habe das Gefühl, das passiert ist hier richtig mit Handicap. Also das heißt, egal wie schnell wir sind, die anderen sind genauso schnell. Oder zumindest holen uns ein. Das ist bei Mario Kart ja auch so. Okay, einer macht einen Abflug. Die Wagen gehen in die letzte Runde des wohl grandiosesten Rennens, das Alexandria je sah. Hier wird das Stadion abgebaut schon. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn die sich noch mal ein bisschen battlen. So zum Beispiel. Okay, und wieder drauf. Dritter. Okay, damit sollten wir gewonnen haben. Das passt. Gibt es nochmal 2 Punkte drauf? Sind wir bei 12? Jawohl. Schön. Und 300 Münzen. Dublonen, wie auch immer. Gut. Dann sparen wir uns das jetzt erstmal. Zeitrennen gibt es auch noch. Ach, jetzt auf einmal gilt das hier, oder wie? Vorhin meine Zeit. Ich traue mir natürlich jetzt auch zu, hier mal ein bisschen bessere Zeiten zu fahren. Also hier haben wir ja schon eine Bestzeit scheinbar. Machen wir hier nochmal mit. Jetzt haben wir ja das mit dem Driften hier ja richtig drauf. Alexandria Drift. Und hier kann man auch die ganze Zeit Vollspeed geben. Hier gibt es keine Ausdaueranzeige. Aber hier fahren die anderen natürlich krasser. Okay, hier, das werden wir nicht gewinnen. Das ist nochmal ein ganz anderes Fahren jetzt wieder als gerade. Da bei dem anderen geht es eher so um Kloppen und Driften und so. Und hier geht es wirklich darum, die Kurven einfach ganz normal und richtig zu erwischen. Und hier muss man auch gar nicht so driften. Hier reicht es, wenn man so rum und dann möglichst schnell wieder aufs Gaspedal. Also, möglichst schnell wieder beschleunigen mit Turbo. Man kann die ganze Zeit ein Turbo durchdrücken. Also Ausdaueranzeige ist hier eigentlich für den Arsch. Oder für die Katz. Entschuldigung. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Ich hatte gehofft, man kann hier mit Drift was reißen jetzt, aber wirklich einfach nur, oder? Ja doch, vielleicht schon. Wenn man wirklich ganz eng drum driftet und dann wieder sofort auf die Beschleunigung geht. Aber das sparen wir uns jetzt. Wir machen jetzt nochmal ein bisschen eine Quest. Nee. Nicht nur starten, fortsetzen. Okay. Aktivitäten verlassen, ja. So, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Und dann machen wir jetzt noch mal ein bisschen Questerei. Aber das hat auf jeden Fall Fits gebracht. Und da werde ich demnächst noch mal in der nächsten Folge dann auf jeden Fall noch mal weitermachen. Dass wir hier noch mal hingehen und auf jeden Fall als allererstes das Hippodrom erledigen. So, und jetzt gehen wir nochmal hier eine Runde questen. Schauen wir mal, was gibt es denn hier noch zu tun? Hier hätten wir noch eine Nebenquest, die holen wir uns jetzt mal. Wie weit ist das weg? 300. Wo ist der Gaul? Da ist es. Oh.
Ist auch schneller als das letzte. Geht richtig ab. Rakete. Da ist eine Mauer. Da lang. Ja. Dich hätte ich hier nicht erwartet. Du kannst mich gar nicht sehen. Ich bin im Heuhaufen. Ein hübsches Anwesen. Ja, wir hatten Glück. Vater züchtet Pferde und diese haben schon oft bei den Spielen gewonnen. Ich habe ihm von dir erzählt. Und was genau? Nicht viel. Dass du Lenker bist und dass du Claridas gut kennst. Zu gut. Viel zu gut. Komm, er möchte dich kennenlernen. Wunderschön, oder nicht? Wache Augen, tadelloser Gang. Sie will siegen, ha? Du scheinst dich mit Pferden auszukennen. Nikias, wer ist dein Freund? Vater, das ist Bayek. Er fuhr Rennen gegen Claridas. Mein Vater, Philokrates von Kanopus. Sohn des Themistokles von Kanopus. Gegen Claridas? Zeig mal, wie du fährst, Barek. Nikias, sieh gut hin. Vielleicht kannst du etwas lernen. Es heißt bei... Ah, schön. Hat Siva auch eine eigene Rennstrecke? Nein. Es ist ein kleines Dorf. Aber wir hatten Streitwagen. Dank der Pharaonen des alten Königreichs. Das ist die Freiheit. Wow. Wann bist du zuletzt gegen Claridas gefahren? Lange her. Ich kann mich kaum erinnern. Vorsicht! Halt die Zügel fester! Pass auf Hindernisse! Wir haben's drauf! Aus dem Weg! Wo soll ich überhaupt hin? Was will er denn? Ist das bescheuert, Mann. Okay, was will er jetzt? Was soll ich jetzt machen? Vor allen Dingen, es fährt sich schon wieder ganz anders, ja? Also in der Arena gibt man... also man gibt quasi Gas... Und hier steuere ich einfach nur nach vorne. Oder nach links oder wie auch immer. Und dann reitet das Gespann los. Das ist schon krass. Was wollt ihr denn? Wo soll ich denn hin? Was ist denn jetzt die Aufgabe? Questlog. Wilderritt. Fahre auf die Rennstrecke. Okay, das machen wir. Gut. So, die ist genau andere Richtung. Dann fahren wir dahin. Finde ich aber trotzdem blöd. Das, also, da fährt man in der Arena mit gewissen... also mit Gas geben und hier muss ich es einfach nur lenken. Das ist ja nicht so cool gemacht eigentlich. Unlogisch. So, das ist hier eine Rennstrecke. Warum laufen jetzt hier Leute lang? Ikarus war der wahre Meister bei den Rennen. Genau das, was Claridas auch gerne wäre. Mein Vater hat Ikarus geliebt. Er war sein Lieblingsvater. Zeigen wir meinem Vater dein Naturtalent. Du hast ein Händchen dafür! Du bist ein Naturtalent.
Wenn du für die Grünen fährst, werden wir im Hippodrom gewinnen können. Du bist ein Naturtalent. Du hast ein Händchen dafür. Schneller, Bayek, schneller! So, jetzt haben wir uns festgefangen. Welch Tempo! Was ist da los? Da stimmt was nicht. Vater! Beeilung, Bayek! Ihr Narren! Ihr habt Saganaki stehlen lassen! Verzeiht, Herr! Wo ist mein Sohn? Ikias! Pferdediebe! Hier! So eine Frechheit! Sie ist mein siegreichstes Pferd! Du musst sie zurückholen! Wir enttäuschen dich nicht, Vater! Schnell, Männer! Wir dürfen diese schamlosen Räuber nicht davonkommen lassen! Die Ehre der Grünen von Strasina hängt davon ab! Für die Grünen! Okay, was mit meinem Kamel? Komm her hier! Haltet die Augen offen! Vater liebt dieses Pferd mehr als mit... mehr als... Für Philokrates! Für ach, das... Also... Kann sich auf niemanden mehr verlassen. Los, komm. Aus dem Weg. Weg frei. Also was mir ja auffällt, dass das größte Problem dieser Leute in der Stadt hier offenbar der Wettkampf im Hippodrom ist. So, wir klauen hier, wir müssen Büsten zurückfinden, wir gestohlene Pferde, alles andere ist unwichtig. Aus dem Weg! Gebt den Weg frei! Hey, gebt den Weg frei! Wir müssten in der Nähe sein. Für Ikaros, die Grünen von Brasina. Für die Grünen! Wie viele Banditen werden es sein? Nur keine Sorge! Wir haben den Magi bei uns! Alles wird gut! Wer sind die Banditen? Abschaum, der für die Blauen arbeitet! Ganz sicher! Hast du von den großen Hungrigen gehört? Wer soll das sein? Banditen im Süden! Ich glaube, sie reiten Kriegsnilpferde! Was? Whoa. Ist das dein Ernst? Das erzählt man. Oh, Krokodile. Ja. Oh, das ist... Oh, okay. Hello, big boy. Oh, das steckt aber einiges ein. Oh, noch eins. Noch eins. Nee, aber jetzt haben wir da jemanden aufgeschreckt, glaube ich. Nicht so schlau. Okay.
ist auch gar nicht das, wo wir hinwollen. Einfach nur irgendwelche Ottos hier. Das sind Nilpferde. Oder Flusspferde in dem Fall jetzt hier. Nilpferde, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das hier der Nil ist, aber... das sind übelst krasse Tiere übrigens, in Wirklichkeit. Also ich habe die noch nicht in Action gesehen, aber... die sind wohl richtig aggressiv. Die sehen so nett und dick aus, aber... So, das ist unser Ziel. Okay, also Sneaky Sneaky ist nicht. Die Jungs greifen schon an. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Hey, hier gibt's ein Problem. Ich bring dich um. Okay, so gibt es doch aber hier. Ah, ich Idiot. Na, was macht er denn? Wo hat er denn die Kombos, die Moves her hier? Lass dich erstmal davon mobben, Mann. Na. Na, geht doch. Mit vereinten Kräften kein Thema. So, dann schauen wir erstmal, was wir noch plündern können. Plündern, plündern, plündern. Gibt's ja schon ein paar coole Sachen, was man hier mitnehmen kann. Zap, zap. Schnipp, schnapp. Munition voll. Was haben wir noch? Okay, ich glaube, das war's im Großen und Ganzen. Das reicht. Dann jetzt den Gaul. Wo ist der Gaul? Da ist das Pferd. Entschuldigung, das Ross. Das wunderschöne Ross. Dann wollen wir ja zurück, ne? Aber nicht da lang, in die andere Richtung. Achso, er folgt natürlich der Straße, natürlich. Und was gibt's hier? Anzeichen von Gewalt und Blutvergießen. Wem sollte ich nachgehen? Das sieht nach Nilpferd aus, Freund. Da brauchst du nicht viel nachgehen. Aber wir können ja mal schauen. Das muss ja dann hier in der Ecke sein. Und hier ist auch noch ein Plünderschatz. Den holen wir uns auch noch mal kurz. Der ist dann hier... Ach, hier oben bei der Statue schon.
Serapis. Gott von heiliger Erhabenheit und Herr der Sonne. Jemand hat dir ein Mal zugefügt. Der Skorpion ist das Zeichen Selkets. So, haben wir das jetzt hier? Ne, haben wir nicht. Doch, haben wir wohl. Okay. So, und jetzt haben wir ja gerade so eine Quest mit diesem Toten da gefunden. Was war das jetzt? Nebenquest. Ja, okay. Level 17. Na, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir tatsächlich wirklich erstmal hier, Nee. Aufsitzen. Dann machen wir wirklich erstmal das Pferd zurückbringen. Verlaufen. Das stimmt nicht mit dir. Das wurde ich öfter früher gefragt. Das stimmt eigentlich nicht mit dir. Elende Missgeburt wurde ich auch schon öfter genannt. Also alles gut. Ob die mich wohl kennen hier im Spiel? Elende Missgeburt. So was darf man doch heute gar nicht mehr sagen, oder? 2022? Ich kann es kaum glauben. Ich war überzeugt, wir würden Saganaki und meinen Sohn nie wiedersehen. Ich habe mich um die Diebe gekümmert. Ich schätze, sie stahlen Saganaki auf Geheiß eurer blauen Rivalen. Verflucht seien sie. Wir müssen die Blauen beim Rennen schlagen, um ihnen Demut beizubringen. Ich hoffe, du fährst für die Grünen, Barrett. Ich tue mein Bestes. Oh, haben wir jetzt dieses Reittier gewonnen etwa? Das wäre natürlich ein Traum, ja, wenn er uns das jetzt einfach hier so geschenkt hat. Schwarzer Pfeil. Aber ich glaube, unser... Wir haben ja das Lila, ne? Wir haben ja Majestät. Teuer gekauft. Ich gehe also davon aus... dass das schon besser ist. So, hier haben wir aber allerdings Möglichkeiten, was aufzupuschen hier. Und auch hier, neuer Bogen. Großartig, großartig. Eine Fähigkeit allerdings, wir brauchen noch eine zweite. Gut. Dann... schau mal nach Missionen, Quests in der Nähe. Nebenmissionen. Alles ziemlich hoch. Wir sind Level 12, Level 17. Finde mehr über den Mord heraus. Weiß nicht, ob das jetzt so pfiffig ist. Wir können ja mal schauen, was man da machen muss. Wir können uns das ja mal anschauen. Obwohl, was ist denn das hier? Das Wiesel. Das sieht doch gut aus. Stufe 14. Das ist doch eher was für uns. Dann reiten wir mal zum Wiesel.
Oh. Ja. Mensch. Ne? Da lang. So, Straße und zum Wiesel. Hopp, hopp, ein Wiesel. Was mit dem Mord können wir immer noch machen dann? Und den Schrein haben wir auch. Ach, das hat was mit dem Schrein zu tun, okay. Der Mord scheinbar. Da ist das Wiesel. Wo ist nur dieses Mädchen? Du, Nep, bist jung und deine Beine sind kräftig. Genau richtig. Vor kurzem kam eine Taube an. Ich schickte Ruya, sie zu holen, aber sie ist so unzuverlässig. Vermutlich himmelt sie den Waffenmeister an. Wenn ich sie sehe... Wie auch immer. Ich will den Brief. Laufe zum Taubenturm und hole ihn. Neuigkeiten sind sehr wichtig dieser Tage. Sicher, Verwalter. Ich sehe, was ich tun kann. Okay, das Wiesel hat uns eine krasse Aufgabe gegeben. Postboten spielen. Schauen wir mal. Wo ist der Postboten, der Wiesel-Postbote? Da. 69 Meter. Okay. Da ist der Taubenturm. Wow. Die Tauben sind ganz aufgeregt. Was ist denn passiert? Jetzt gehen wir wieder auf Untersuchung. Oh, wir sehen Blut. Geländer gab nach. Und jemand fiel herunter. Das Geländer gab nach. Okay, das wissen wir inzwischen. Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? So, das habe ich, wenn ich schon oben schon gesehen. Hier war so ein Pfeil. Da ist die Leiche. Ich lasse dich nicht hier. Oh, ein Mädchen. Delias muss die angemessenen Riten vollziehen. Arme Ruya, hättest du nur gewusst, wie man so einen Sprung macht. In was bist du hineingeraten? Bestien in Menschengestalt fallen über die Schwachen und Machtlosen her. Wir können diesen Schakalen doch nicht einfach den Bauch hinhalten. Bei den Göttern. Ruya. Warum nur? Sie wurde vom Taubenturm in den Tod gestürzt. Dein Brief. Wieso musste sie sterben? Dieses Abzeichen gehört Dymnos, unserem Waffenmeister. Wieso hatte sie es? Das werde ich herausfinden. Du armes... Armes Mädchen, mögest du im Gefilde der Binsen wandeln. Ob der Waffenmeister sie wohl runtergeworfen hat? Ich suche nach Ruya. Was sollte mich diese Bäuerin kümmern? Aha, er ist auf jeden Fall ein Sympath. Wir wissen schon mal, dass er ein Sympath ist. Aber sie hatte dein Abzeichen bei sich. Scheiße. Na und? Sie war nur eine ägyptische Hündin. Wen kümmert's? Warum hast du es getan? Ehrlich? Ich wollte sie gar nicht töten. Nur eine Lektion für ihre Unverschämtheit erteilen. Sie weigerte sich, einen Brief vorzulesen. Du musst es Pelias gestehen.
Ich schätze, du willst dieselbe Lektion wie Ruja, du dummer Ägypter. Ich werde sie dir mit Freude erteilen. Komm, versuch's! Okay. Oh. Ein bisschen da, wo Platz ist, hier drüben. Nein! Lauf nur, du ägyptischer Hund! Ihr seid alle nur Feiglinge und Aasfresser! Okay. Ist das Schieden? Heul doch um dein totes Mädchen, Ägypter! Die Villa gehört okay. Mir! Hinaus. Haben wir da doch noch aufs Maul gekriegt? Schön. Hat mal wieder hervorragend funktioniert. Ja, also es ist auch heftig. Ich weiß gar nicht, was ich da so groß falsch mache. Zu wenig blocken wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also es ist auch das erste Mal, dass ich so ein Spiel spiele und wirklich über längere Zeit immer wieder aufs Maul kriege. Also es ist... Oh. Okay, erstmal anvisieren natürlich jetzt. Heul doch um dein totes Mädchen, Ägypter! Lass mal klappen. Okay, zu früh reingerannt. Nein, nicht nochmal. Okay. Diesmal hat's geklappt. Das muss der Brief sein. Dymnos, ich kann nicht glauben, dass du in den Dienst von Apollodoros eingetreten bist. Er dient dieser Ägypterin in einem Land, in dem die Frauen im Stehen urinieren und die Männer im Sitzen. Dort ist alles verkehrt herum. Verlasse sie und komm zu mir nach Kyrene. Hier gibt es so viele fette Händler zu schröpfen. Okay. Dann holen wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen Material, was wir gerade verbraucht haben. Und hier auch diese Truhe. Pfeile, Munition ist voll. Okay, zurück zum Wiesel. Hops, springt das Wiesel. War es Dymnos? Ja, er hat Ruja aus reiner Grausamkeit getötet. Und er starb, weil er glaubte, dass auch ich kein Mensch bin. Welch eine sinnlose Tragödie. Sie war ein kluges Mädchen mit einem guten Herz. Schön. Quest abgeschlossen. Level 13. Tipptopp. Dann holen wir uns jetzt noch hier unseren Fertigkeitenpunkt. Was hatte ich gesagt? Mit dem Verwesungsgift. Oder erweiterte Combo. Das heißt, ich kann zweimal schlagen. Das ist praktischer auf jeden Fall. Das nehme ich als erstes. Okay, Inventar. Haben wir Sachen dazu bekommen. Einen Brief. Hier haben wir noch neue Nahkampfwaffe. Den Knochenbrecher von dem Typ gerade. Und das war's. Sieht gut aus. So, wir sind dann jetzt aber auch schon am Ende angekommen. Und als allererstes möchte ich euch auf jeden Fall für eure Zeit bedanken. Also möchte ich mich bei euch für eure Zeit bedanken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ja, es geht auf jeden Fall hier bald weiter. Ich sage schon mal den Leuten, die auf YouTube zugucken, auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss.